bis 13 Grad. Der Wind wird vor allem im Südwesten deutlich auffrischen, kommt dort auch aus südwestlichen Richtungen. Dort sind stürmische Böen möglich, auch in Nordrhein-Westfalen später. Oben auf den Bergen noch höhere Windgeschwindigkeiten, in den Hochlagen des Schwarzwaldes sogar Orkan, dort zumindest auf dem Feldberg. Schauen wir auf die nächsten Tage. Das Tief Dietmar bleibt präsent. Der Regen wird sich morgen weiter nach Norden verschieben. Und das ist natürlich ganz schlecht für die Hochwasserlage, die sich erneut etwas verschärfen könnte, weil der Regen wirklich stark und anhaltend ist. Ansonsten Schauer, zum Teil Gewitter, Richtung Süden am wenigsten Schauer. Das gilt dann auch für übermorgen. Und dann sehen Sie auch schon mal, da wird es langsam etwas kälter. Von Nordosten her, das heißt am Freitag an der Ostsee wahrscheinlich noch 0 Grad, im Südwesten noch 12 Grad und Samstag kommt die kalte Luft auch im Südwesten an, dort nur noch 6 Grad und vor allem von Bayern bis nach Sachsen gehen die Niederschläge dann langsam in Schnee über. Danach wahrscheinlich winterlich in ganz Deutschland. Zurück ins Studio. Das Wetter im ARD-Morgenmagazin wurde